Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen und ihr seid fit und freut euch auf eine super Runde West Coast Swing gleich mit dem Marc und der Julia. Und bevor wir durchstarten, natürlich wieder meine obligatorische Frage zum Start. Ich interessiere mich heute für eure Lieblingsfarbe. Schreibt einfach mal eure Lieblingsfarbe in den Chat. Und da sind wir live aus der Tanzschule Dresden. Großen Online-Applaus für den Marc und die Julia. Einen wunderschönen guten Abend. Habe ich mein Mikrofon irgendwie anders hier? Ne? Also ich dachte schon, du hättest ein Kettchen. Ich habe eine Kette. Warte mal, ich mach mal so. So ist besser, oder? Viel besser. So ist es viel besser. Ja, nimm ein bisschen das dumm aus. Aber ist das eigentlich ein Funkmikrofon? Warum hat das Funkmikrofon überhaupt ein Kabel? Wie ist das, sagst du? Was nix. Ist ja, ist okay. Nein. Er hat dir ein Kompliment gegeben. Ach, sorry, hab ich nicht gehört. Einfach bedanken. Marc, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Schwarz? Das ist keine Farbe. Ich habe auch schon mal gehört, wieso ist Schwarz keine Farbe? Das ist eine Helligkeitsstufe. Nein, es kommt darauf an, auf welche Theorie du redest. Es ist Künstlerding. Ja. Das ist wie mit Braun. Richtig. Ne? Das ist ja auch eigentlich nur ganz dunkel orange. Ja. Oder gelb. Das ist ein helles Orange. Ist der Mikro an? Aha. Irgendwie habe ich das anders gemacht als sonst, ne? Das auch nicht. Arbeiten mit Überbrückungsmusik. Was denn mit Überbrückungsmusik? Ein Fahrschulmusik. Ah, was ist das hier? Zoom Workshop International Line Dance Flashmob. Was ist das? Ja, wir überbrücken ein wenig das Programm. Am Donnerstag, nächste Woche, haben wir nämlich einen fetten Workshop für euch. Line Dance ist das Thema und zwar passend zum International Line Dance Flashmob. Der findet am 1. Mai statt dieses Jahr. Wenn ihr Lust habt, die Choreo zu lernen, check einfach bei uns die Website tanzschuledresden.de, online tanzen anklicken, ganz runter scrollen. Dann findet ihr alle Informationen zu diesem kostenfreien Zoom-Workshop nächste Woche Donnerstag. Guck mal, ich glaube, die Kette ist weg, ne? Oder? Ha, ja, hat man dich mal von der Kette gelassen? Es kann natürlich auch sein, dass man mich jetzt gar nicht mehr hört, ne? Weil die Kette weg ist, aber gut. Hat alles Vorteile. Hat natürlich auch alles Vorteile. Hat alles Vorteile. Ja. Irgendwas ist anders. Sabine findet Rot gut. Rot? Okay. Sehr schön. Ich habe irgendwie den Eindruck, bist du kleiner geworden? Nee. Komisch. Bist du gewachsen? Ob ich noch wachse, ganz ehrlich, zumindest nicht in die Höhe. So Plateausohlen in deine Schuhe eingearbeitet. Ja, ich hab mir jetzt... Rivieras, oder wie heißen die nochmal? Ja. Rivieras, genau, geholt mit, die haben einen höheren Absatz, aber innen. Ja, ne? Das meine ich ja. Das sieht man nicht. Das hat mein Opa damals auch gemacht, weil er kleiner war als meine Oma. Ja, also ich mache das nicht, weil ich kleiner bin als deine Oma, aber... Weißt du nicht. Weiß ich nicht, ne? Ich mache es einfach eine nur sehr so, große damit, Oma. Genau, ne, damit das hier. Gut, ja, können wir loslegen, oder? Klar. Haut raus. Haut raus. Was brauchen wir heute? Lass uns mal eben kurz überlegen. Ach, pass auf. Tut mir einen Gefallen. Wir machen Folgendes. Wir tanzen uns ein bisschen ein. Und zwar Sugar Push Left Side Pass, Underarm Turn und Whip. Und wenn wir 5 Leute haben, die im Chat sagen, wir haben heute richtig Bock, richtig was zu machen,
dann machen wir richtig was. Wenn wir die 5 nicht haben, dann machen wir es nicht. Dann mache ich aus. Spring euch an. Was sollen die Leute denn schreiben, um das zu bestätigen? Ja, sollen sich was einfallen lassen. Tipper, tipper, tipper. Und dann schreibe ich mir die Namen auf, die getippert haben, weil die haben sich ja nicht eingetanzt. Richtig. So. Also es ist ja ganz schön eine Zwickmühle jetzt für die Leute. Das ist hier immer eine Zwickmühle. So, wir machen mal Musik an. Wir tanzen Sugar Push Left Side Pass, Anna am Turn. Whip. Und Whip. Ist das der Song? Ja. Haben wir den immer? Manchmal. Ich finde den gut. Echt? Ja. Das ist ein anderer. Achtung. Achtung. 5, 6, Sugar, oh, 1. Left side pass. Underarm turn. Und eine Whip. Wir tanzen Left side pass, um auf der anderen Seite nochmal starten zu können. Sugar push. Und 1. Left side pass. Underarm turn. Eine Whip. Underarm turn, damit wir rüber auf die andere Seite kommen. Und wir starten noch einmal durch. Und 1. Eine Runde haben wir noch. 6, 7, Sugar. 1. Weißen Hammer Song. Hast du den genug? Da fehlt ja noch so ein Teil, oder? Well. Und Sugar Push geht los. Hab ich gut gespielt, oder? Left Side Pass. Wie sieht's aus? Haben wir schon die 5 Leute im Chat zusammen? Ja, schon lange. Ach, glaube ich nicht. Natürlich. Sag mir einen Namen. Gabi Winkelmann ist am Start. Wow. Der Robert Hoppe ist dabei. Roland Hamm, Jojo, Jutta, Sabine, Inge. Willst du noch mehr? Und die sind alle bereit, dass wir heute richtig was machen. Ich habe die Live-Videos von denen, ja. Du hast alles Videos von denen. Ja. Okay, gut. Das ist ein Thema, wie kleiner du geworden bist. Wenn du hinter mir stehst, sieht man überhaupt nicht, ne? Das ist ein Trick. Früher war es andersrum. Gut. So, pass auf, was machen wir heute? Machen wir das wirklich? Lambada? Lambada? Oh, da weiß ich, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, du war hier viel Lambada. Was wäre denn die Alternative? Das lag aber nicht an Düsseldorf, also es lag an der Zeit. Die Alternative? Alternativen haben wir nicht. Gut, ich hätte gerne von euch... Pass auf, wir machen Folgendes. Wir tanzen Sugar Push, Stalker Whip. Sugar Push ist klar, 3 und 4, 5 und 6. Whip, 3 und 4. Weg vom Slot bleiben, ausenkern. Geschlossen, offen, spielt gar keine Rolle. Zeigen wir für die andere Seite. Wir tanzen Sugar Push. 3 und 4. 5 und 6. Tanzen von hier aus eine Whip. 3 und 4. 5. Ich gehe auf die rechte Seite vom Slot. Bleibe auf der rechten Seite vom Slot, gehe an ihr vorbei. Sie enkert aus. Ich gehe mit oder ich gehe nicht mit. Bleib auf dieser Seite. Kriegen wir hin? Probieren wir zusammen. Sugar Push geht's los. Musik? Ah, ja. 5. Boah, gestern. Hast du gestern live geguckt? Hier deinen Kollegen? Nee, ne? Nee. 5, 6. Hast du was verpasst? Was passiert? Er hat gestern zugegeben, dass er seine Tanzlehrerausbildung bei Wisch bestellt hat. Musste er. So, rüber oder geschlossen. Einen haben wir noch. Also, ich bleibe auf dieser Seite vom Slot. Schick sie wieder raus. Beliebig. Und angekommen. Gut, easy. So. Ich möchte gerne, dass wir einen Sugar Push und einen Tuck Turn tanzen.
Und weil wir, ja komm, machen wir mal eben einmal sicher, Sugar Tuck. Also Sugar Push, Sugar Tuck, easy, nochmal, Sugar Push, Sugar Tuck, kurz für die andere Seite, Sugar Push, Sugar Tuck. Und angekommen. Gut. Ich möchte gerne, dass wir Sugar Push, Walker Whip geschlossen in Sugar Tuck tanzen. Kannst du das nochmal sagen? Ich habe nicht zugehört. Sugar Push in genau. Walker Whip geschlossen geendet in Sugar Tuck übergehend. Mhm. Also, wir tanzen Sugar Push. 3 und 4, 5 und 6. Whip-Variante. So, von hier aus rüber. Ich gehe mit. Anker. Geschlossene Variante. So, jetzt möchten wir Sugar Tuck tanzen. Ich stehe aber auf der anderen Seite. Also ist mein Job bei 1, 2 wieder in Linie zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Footwork, wenn es ihr macht, ganz egal. Wir können es auch ganz normal mit Double, Triple, Triple tanzen. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6. Easy? Easy, gut. Machen wir nochmal für die andere Seite. Kann man direkt wieder Musik dazu nehmen. Jetzt, mit dieser neuen Scheibe finde ich es wirklich. Findest du gut? Ich sehe unglaublich schlank aus, oder? Der Fernseher steht weg hier. Ja, steht hochkant. Der steht hochkant, ne? Was haben wir gedacht? Sugar Push? Whip? Ich gehe dran vorbei, ich gehe wieder in den Weg und Inside Turn nehmen wir noch mit dazu. Alles nochmal, Sugar. Von hier aus die Whip. Rüber. In Linie. Prep, prep. Einer mal. Jetzt geht die Zeit ja auch überhaupt nicht rum. Ne? Mit dir geht es immer so schnell rum. Ich weiß. Weil es so schön ist. Was war das? Oh. Und angekommen. So. Jetzt. Geht's los. Jetzt konzentrieren wir uns mal einen kurzen Moment. Und jetzt machen wir da mal eine schöne Sache draus. Damit ihr auch zu Hause was zu üben habt und nachher auf der Tanzfläche dann auch was zu tanzen habt. Allerspätestens, denkt ihr dran, haben wir Swing in den Mai. Ja, Swing in den Mai, schreibt der Ben sicherlich gerade in den Chat hinein. Mit Workshops vorweg und abends die Party. Also, da möchte ich euch sehen. Nicht, dass wir da... Wer unterrichtet eigentlich? Der Ben unterrichtet, der Flo unterrichtet, die Julia unterrichtet, die Miriam unterrichtet und ich unterrichte. Nee. Ja, alle dabei, alle dabei. Ich glaube, 19 Uhr geht's los, oder? 19, 20, 20, 21, 22, 22. So. Steht alles auf der Website, könnt ihr nachschauen auf swinginthenmai.de. Tippitoppi, gut. So, okay, ihr seid bereit? Ich möchte gern. Wir schmeißen den Sugar Push vorne raus. Wir tanzen Whip. 1, 2, 3 und 4. 5, 6. Von hier aus lasse ich sie weiterlaufen und wir tanzen sofort Rotation Starter. Und zwar 7 und 8. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal zurückspule, sie tanzt Anchor-Step, möchte ankern. In dem Moment, wenn sie nach hinten geht, setze ich meinen rechten Fuß hinter den linken Fuß und gehe damit nicht nur von ihr weg, sondern ich bewege mich schon zum Slot. Triple, komplett aus dem Weg und zeige die neue Richtung wieder an. Zeige für die andere Seite. Wir tanzen. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Gehen von hier aus genau in die gleiche Bewegung von vorhin. Tanzen 1, 2 vom Sugar Tuck. 1, 2. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt den Triple raus, damit es ein bisschen cooler aussieht. 3 und 4. Ich führe sofort hier eine Over-Rotation. Das heißt, sie merkt, dass ich das durchführe und ich möchte sie danach abstoppen, indem ich meine Hand in ihre Armbeuge hineinlege. Das schauen wir uns nochmal an. Von der 4, Sugar Tuck, 4. Ich führe es durch,
5 und rüber und 5, 6 ist das ganz exakt und stoppe sie hier ab. Zeigen wir für die Seite. Whip. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6. So, abgestoppt. Von hier aus tanzen wir Inside Turn, was wir vorhin gemacht haben und geübt haben. Und bringen sie auf den Fuß und drehen, drehen, drehen. So, jetzt zählen wir das Ganze mal durch, was wir da gemacht haben. Wir haben 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. Gute Stelle in der Musik, es kommt eine neue 1. Und da setzen wir einfach ganz easy, ganz entspannt Double Resistance an, so wie ihr es möchtet. Ansonsten schaut euch einfach mal die Videos an, die wir vorher schon gemacht haben. Da steht Double Resistance erklärt drin. Oder guckt unter markheld.com oder .de auf der Webseite, da wird es erklärt. Von hier aus. Ding, ding, ta, bu, ha und Ausgang. Gut, so für die andere Seite. Also, wir tanzen. 1, 2. 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8 und 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6, Ausgang dann beliebig 1. Easy? Klar, aber ja, mit Musik. Ja, mit Musik. Ja, sicher. Ich bin durch für heute. Irgendwie knister ich, ne? Oder wer ist das? Oder? Das hörst nur du. Ach, ich höre das nur. Man könnte hier anfangen, aber haben wir nicht gemacht. Soll ich nochmal zuspulen? Das ist der Song, wo man zweimal anfangen kann. Wir haben 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Sugar. Nochmal Sugar. Vier Schritte warten. Und Start. Stalker. Rüber. Abstoppen. Abchecken. Drehen. Und. So, nehmen wir noch alle mit? Klar, sind alle dabei. Achtung. 5, 6, here we go. 1. Rüber. Ah. Oh. Gut, sind Fragen zu der Choreografie gekommen? Wie geht das? Irgendwelche Fragen dazu? Nee, ne? Die Leute sind begeistert. Ich sag mal, die Leute, die hier zugucken, seit mindestens fast einem Jahr, die haben die Sachen ja eigentlich auch drauf, oder? Ja. Chris Fenris schreibt, das sind die Kombos, nachdem man wieder irgendwo im Raum steht. Vielleicht verschiebt er da ein bisschen zu viel? Ich weiß nicht. Genau. Ja. Es ist eine Anmerkung, das sind die Kombos, nach denen man wieder irgendwo im Raum steht. Ist man nachher nicht da, wo man vorher war? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich habe ein bisschen den Anschluss verloren. Ich auch. Ja, also ich meine, wir haben die Whip, ne? Die startet hier. Von hier aus, rüber auf die andere Seite. Abgestoppt. Rüber. Und ich würde sagen, es ist fast genau die gleiche Position, wie wir rauskommen. Ja. Vielleicht spielt ja auch so ein bisschen auf dieses regelmäßige Wechseln der Ausrichtung. Ich starte ein Projekt und im Normalfall hoffe ich, dass ich dann auch auf der Gegenseite wieder ankomme. Ja. Goldstaub. Chris, ansonsten Goldstaub. Gerne nochmal die Frage etwas umformulieren, damit ich eine Chance habe, das hier an den Markt weiterzugeben. Richtig.
Aber ich brauche ja auch immer Überlegenszeit. Susanne sagt, sieht gut aus wie immer. Damit meinst du das? Ja, ganz klar, euch zwei. Ja, ganz klar, euch zwei. Super, dein super. Ja, wie in alten Zeiten, schlank wie immer. Ja. Schreibt der Stefan. Welcher Stefan? Pöhlmann. Ja, natürlich. Grüße. Ja. Gabi Winkelmann schreibt, Marc sieht echt schlank aus. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Also, aber mit ehrlich, so Kaputtlach-Emoji. Ich weiß nicht, was das soll. Gabi, mach mal Kamera an, Gabi. Aber es sieht aus, als ob du so. Und Bernd sagt, too much sugar. So Muckis hättest. Too much sugar, ja. Gut, ich würde folgendes vorschlagen, wir tanzen das nochmal mit Musik durch. Auf jeden Fall, ich freue mich total. Nehmen wir die gleiche Platte wieder, die ist ja Hammer, ne? Nee, wir nehmen eine andere jetzt. Oh. Ah, die ist besser. Viel besser. Ja. Viel besser im Rhythmus. 5, 6, Whip geht's los. 1. Rotation. Tack, abgestoppt. Double. Von vorn und eins. Auch noch sehr schön. Ja. Passt wieder zu sehr gut. Und ist ja einmal nicht, ne? Genau. Ja, ich glaube, wir haben alles gemacht. Mehr kann ich sowieso nicht. Und ja, hier war schnell aus gewesen, ne? Wir wünschen viel Spaß beim Üben. Verpasst nachher Line-Dance auf keinen Fall. Der Ben hat ja unglaubliche Sachen in verschiedene Richtungen. Und wenn er Lust hat, nimmt dran teil. Denkt an Swing in den Mai, hat er reingeschrieben. Und wenn ihr mehr Kombos von uns sehen wollt, schickt euch der Ben auch mal einen guten Link in den Chat rein. Denn uns gibt es jetzt auch online 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wer möchte. Genau, habe ich alles in den Chat geschrieben, gerne nachschauen und dort gibt es eine ganze Menge Input im neuen West Coast Swing Portal Marc Online. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, gleich Line Dance, nächste Woche Donnerstag, großer Line Dance Workshop via Zoom, könnt ihr euch über unsere Website tanzschuldresen.de anmelden. Den Stundenplan habt ihr eventuell schon gesehen für nächste Woche. Da sind 2-3 Lücken drin. Das hat technische Gründe. Wir haben nächste Woche einmal ausnahmsweise keine Streams via Facebook und YouTube. Danach die Woche sind wir aber wieder in vollem gewohntem Umfang für euch am Start. Das heißt, nächste Woche ausnahmsweise einmal aus technischen Gründen nur die Zoom-Workshops. Danach die Woche versprochen gehen wir euch wieder zu Hause in den Wohnzimmern auf die Tanznerven. Ansonsten vielen Dank für heute. Bis später zum Line Dance. We'll be right back.